Ich habe bereits am letzten Samstag, den 10. Februar, meine ersten Tomaten ausgesät. Am Samstag habe ich einige Bilder dazu gemacht und auf meinen Social-Media-Kanälen hochgeladen und jux gleich die Frage bekommen, ob es doch nicht etwas zu früh sei, um mit der Tomatenaussaat zu beginnen. Allerdings gibt es einige Gründe, warum man jetzt schon etwas früher mit der Tomatenvoranzucht beginnt, jetzt hier im Februar, beziehungsweise ich kenne auch einige, die im Januar anfangen. Wenn ich mit einer frühen Voranzucht beginne, habe ich dann auch größere Pflanzen, die ich dann bei mir raussetzen kann. Demzufolge größere Pflanzen, das heißt, ich habe dann auch eine frühere Ernte. Ist bei mir für viele verschiedene Faktoren entscheidend. Einerseits meine Ernährung, ich bin veganer Rohköstler und im Sommer esse ich eigentlich so ziemlich nur die Tomaten und Gurken aus dem eigenen Garten. Und so spare ich mir dann auch unter anderem Geld, indem ich halt nicht mehr die Sachen im Supermarkt kaufen muss, sondern auch hier dann die frischen Tomaten und auch Gurken bei mir aus dem Garten essen kann, wo ich weiß, dass sie eine hervorragende Qualität haben, viel besser schmecken und ich die Tomaten aus dem Supermarkt überhaupt nicht essen kann. Die schmecken nach nichts und einfach nur Wasser. Das ist der eine Punkt. Außerdem habe ich einen Folientunnel und auch ein Gewächshaus, wo ich schon seit Jahren immer Mitte April meine Pflanzen raussetze. Und wenn dann mal leichte Fröste kommen, dann tue ich auch dem entgegenwirken, zum Beispiel mit einem Vlies abdecken oder ich mache da ein paar Kerzen oder ein leichtes Feuerchen, damit halt hier die Pflanzen zum Beispiel überstehen. Das ist jetzt die letzten 2-3 Jahre einmal passiert, wo ich das mit dem Feuer machen musste. Ziemlich gefährlich, würde ich da auch ziemlich aufpassen, nicht unbedingt nachmachen. Aber das kann man dann ziemlich gut überbrücken und dann bin ich schon Mitte April dran, wo halt dann die meisten erst einen Monat später ihre Pflanzen vielleicht ins Freiland raussetzen oder manche auch sogar im Gewächshaus noch 2 Wochen warten. Letztes Jahr hatten wir stellenweise einen verregneten Sommer. Also bei mir zum Beispiel dann 2 Wochen, wo es dann kühler geworden ist und ziemlich stark verregnet. Das war so Ende, Anfang August. Und da konnte ich schon ungefähr 100 Kilo Tomaten ernten davor. Und die 2 Wochen, da hatte ich immer noch genug Tomaten für mich und auch für meine Kunden, die ich ja dann auch zum Verkauf angeboten hatte. Und dann, wo es dann wieder wärmer geworden ist, die Sonne wieder geschienen hat und die Temperaturen wieder gestiegen sind, dann war bei mir der Vorrat zu Ende und habe mich dann wieder weiter gefreut, dass dann die Tomaten wieder weitere Früchte gegeben haben. Und solche unberechenbaren Sachen von der Natur kann man am besten halt vorbeugen, wenn man halt vielleicht ein bisschen früher anfangen, einen gewissen Puffer hat und wenn mal was schief geht, ich immer noch genug Zeit habe und dann nochmal nachlegen kann oder ich habe so große Mengen, dass ich halt solche Zeiten zum Beispiel überbrücken kann. Und das konnte ich halt mit der frühen Ernte bewerkstelligen, dass ich halt dann deshalb schon einen kleinen Vorrat von Tomaten hatte, verkaufen und auf meinen eigenen Teller nichts in Stocken geraten ist. Ich weiß, dass viele von euch hobbymäßig gärtnern und das halt so als Ausgleich von ihrer Arbeit machen. Und da wundert es mich halt nicht, dass halt manchmal die Leute zu mir schreiben, warum tue ich denn schon so früh aussehen, warum habe ich denn schon so früh mit der Voranzucht begonnen. Ja, weil es halt bei mir ein bisschen anders da ist. Es ist halt hier ein ganzes Permakulturprojekt, wo ich mir halt etwas aufbauen möchte. Das heißt, es ist halt bei mir mehr hauptberuflich, wo ich das halt mache. Und da ist es halt dann so, ich fange auch mit der frühen Voranzucht an, weil ich dann auch die Pflanzen verkaufen möchte, beziehungsweise dann auch den überschüssigen Ertrag, den ich habe. Dass halt die Leute aufgrund vom Markt, zum Beispiel Lidl, Edeka, die dann sehr früh mit großen Pflanzen daherkommen, die Discounter und Märkten die Pflanzen dann schon recht früh auch sehr günstig zum Verkauf anbieten und da muss man dann in gewisser Weise mit. Der große Verkauf zum Beispiel bei mir beginnt dann so Ende März bis Mitte Mai hinein und die Leute wollen halt einfach große Pflanzen haben und auch schon recht früh diese dann auch, wie ich zum Beispiel, schon Mitte April ins Gewächshaus raussetzen können. Und aus hier auch aus meiner eigenen Erfahrung, nach dem 15. Mai, also nach den Eisheiligen, wo die meisten dann ihre Pflanzen schon haben oder schon vorher gekauft haben, da wirst die Sachen dann nicht mehr so richtig los. Das heißt, man muss halt schon vorher gucken, ob das mal, wenn man sie verkaufen möchte, dass man halt genug Pflanzen hat für sich und auch für den Verkauf. Und die Leute möchten halt große, vitale Pflanzen haben, wo sie halt hier auch wieder eine Zeitersparnis haben. Und da musst du halt dann erst etwas früher anfangen, also jetzt zum Beispiel einen Monat vorher, damit du halt schöne, kräftige Pflanzen hast. Ich habe auch schon andere Permakulturprojekte gesehen, die haben dann so Anfang April angefangen, hatten dann unzählige Pflanzen so schon zum Mai, aber die sind dann kaum losgeworden, weil halt dann die Leute schon alle Pflanzen gehabt haben, kein Interesse,
macht dann halt wenig Sinn, dann verdienst du halt auch kein Geld. Und das ist halt dann der Zeitgeist von den Leuten. Die Leute wollen schon etwas früher, im April, große, kräftige Tomatenpflanzen haben, auch schon zum Teil Gurken, Paprika und alles Mögliche. Wenn du halt nicht die Nachfrage befriedigst, die Leute warten nicht auf dich. Das hatte ich auch schon mal, dass die Leute vorbestellt hatten und ich sie dann bis zum Mai zurückgehalten habe. Dann hatten sie schon irgendwie geschenkt von Freunden bekommen oder dann konnten sie doch nicht die Finger lassen. Im Gartencenter haben sich die Pflanzen gekauft und haben sie von dir halt dann nichts mehr gebraucht. Und der andere Punkt ist dann halt auch, wenn ich schon die Pflanzen bei mir etwas größer habe, die ich dann raussetze, nicht nur ich habe früher Essen, sondern auch meine Kunden. Das heißt, ich kann auch schon früher verkaufen, weil ich auch dann früher ernten kann. Und Tomaten sind in der Regel eigentlich die Verkaufsschlager. Und da ist es halt so, wenn dann zu August dann haben normalerweise alle Tomaten in ihrem Garten, haben immer ein paar Pflanzen im Kübel irgendwo drin stehen oder einen kleinen Garten, wo halt mal ein paar, drei, vier Stauden wachsen, ist halt für die meisten dann schon genug. Und machst halt weniger Umsatz, weil die Leute ja keinen Bedarf haben. Deswegen ist es halt immer gut, dass du schon früher große Menge hast, weil die Leute es ja nicht abwarten können, frische, saftige Tomaten zu haben zum Spätsommer. Dann, wenn die Leute mehr einkochen wollen, dann kann es auch nochmal sein, dass du dann hier nochmal zusätzlich mehr verkaufen kannst durch die Erntemenge, wenn du halt so eine große Menge hast. Vor allem, wenn es dann so wie beim letzten Sommer bei uns sehr viel geregnet hat, bei den Leuten, die Braunfäule das kaputt gemacht hat und du halt dann einer der wenigen bist, der halt vielleicht große Menge von Tomaten hat, dann kannst du dann auch hier einiges noch verkaufen, weil die Leute dann ihre Pflanzen nicht mehr haben. Die wirtschaftlichen Aspekte gehören halt mit zur Permakultur dazu. Ist halt nicht nur Garten, Natur, Harmonie, sondern auch sozial und wirtschaftliche Aspekte müssen halt auch klappen. Und wir sind halt hier, sagen wir mal, in der Aufbauphase, muss man dann solche Wege gehen. Weißt du jetzt, warum ich mit der frühen Voranzucht beginne? Und ich hoffe, die Leute sehen es auch, die mich die ganze Zeit fragen oder die sind sowieso immer mit irgendwelchen anderen skurrilen Sachen den ganzen Tag beschäftigt. Kann ich aber wenigstens dieses Video schicken. Und wenn du noch weitere spannende Videos zur Permakultur sehen möchtest oder von dem Projekt hier im Allgemeinen, hier zwei spannende Videos. Freut mich sehr, wenn du da auch vorbeischauen würdest und auch den Kanal kostenlos abonnieren. Und dann wünsche ich dir noch viel Erfolg bei deinem Gartenprojekt. Mission Tomate. Jeder Mensch soll mal in den Genuss und in den Geschmack kommen, frische Tomaten zu essen, die um Welten besser sind als die aus dem Supermarkt. Geschmacksexplosion. Wäre doch mal was.